Oh. Heute bekommen wir es mal mit etwas Unbekanntem zu tun, also ihr und ich, denn ich spiele heute zum ersten Mal mit der Nitro Express. Klingt wie eine reißerische Zeitung, ist aber das dickste Kaliber im Spiel. Also ist tatsächlich, wenn ich mich nicht vertue, auch tatsächlich das dickste Kaliber der Welt. Zumindest war das irgendwann mal so. Ich kann mich nämlich erinnern, als ich bei der Bundeswehr war, hatte ich da einen Kollegen, der war Jäger. Der erzählte irgendwann mal von der Nitro Express. Ich weiß aber nicht, ob da nicht irgendwie hier so 50 Cal und sowas, ob das irgendwie später kam. Wobei, nee, das Kaliber 50 gibt es ja auch schon lang genug. So, explodierendes Fass. Nicht so geil. Hinweis. Geil. So, und weil dieses Ding, aber ihr werdet es wahrscheinlich im Laufe des Matches sehen, wahnsinnig schwer zu zielen ist, habe ich eben als Sekundärwaffe noch die Dolch Precision dabei, die an sich ja selber schon eine geile Knarre ist. Aber jetzt will ich hier von diesem roten Kiste mal weg. Ja, dann kommt halt hoch, wenn ihr euch traut. Oder trauen sich alle. Wow. So, jetzt gehen wir aber schon weiter, oder? So, Golden Acres ist da hinten. Ja, das Ding bei der Nitro ist nämlich auch, ich glaube, die kann man gar nicht so ohne weiteres nachladen, also. Was hat der eigentlich mit der da oben? Oh, so geht das doch. Oh, viel zu lange hier. Für nichts und wieder nichts. Und da kommt gleich der Nächste. So, jetzt hauen wir aber mal ab hier. Wie lange das dauert. So ein Popelhinweis. Wenn wir hier nämlich, oh, wow, in der Zeit, wo wir einen Hinweis geholt haben, haben andere Leute den ganzen Butcher gekillt. So. Jetzt müssen wir da mal wirklich hier voran machen. Ah gut, der sitzt auch sonst wo und ich schätze mal, dass die Butcher Boys dann auch keinen Bock haben, dann auch noch den Assassin zu holen, der ganz woanders wohnt. Aber zumindest den Assassin, den sollten wir schon noch kriegen. Ich habe auch jetzt mal zum ersten Mal seit sehr langem nicht mehr... Oh, fuck. Fucker, fucker. Oh, fucker, fucker. Und da drüben schießt dann auch noch einer. Wo ist denn sein hässlicher Kollege? Erstmal verpacken. Und wo ist mein hässlicher Kollege? Hä? Wo ist der hin? Nur, nur. Lass mir diese hässliche Knarre nachladen. Okay, der stoppt ihn da hoffentlich. Durchs Wasser kommen die jetzt auch nicht mehr. Warum kann ich das nicht sehen? Worauf schießen die die ganze Zeit? Okay, hier durchs Wasser können sie nicht. Okay, das ist absurd. Warte mal.
neu ansetzen hier. Bisschen auf Abstand gehen und dann neu. Ja, ja, ich habe das auch gesehen, dass das zwei sind. Aber wo? Boah, mit dem Ding trifft man halt wirklich gar nichts. Dann doch lieber hier die. Ja gut, dafür macht die halt wirklich mit so einem kurzen Prozess. Aber munitionsmäßig schon bitter jetzt. Aber genau deshalb habe ich hier dieses Ding mitgenommen. Ist nämlich auch neu. Damit kann ich jetzt wohl meine Moon refillen hier. Wo ist denn der? Das versuche ich eigentlich gerade zu tun. Looten will ich. Ich kann natürlich jetzt auch mal einfach tauschen, denn Nitro X überzeugt mich nicht. Ah, aber hier, wenn ich die swappe, habe ich dann mehr. Oder hier nochmal looten. So. Weiter im Text. Ja gut, für den Boss ist die halt das Ding krass. Die hocken auch immer noch da unten. Und machen nix. Okay, wir müssen halt doch relativ nah an die Butcher Boys ran. Ist jetzt nicht ideal, aber was soll's denn? Wo läuft er noch hin? Das war also diese Moonbox, aber ich glaube, die füllt dann eben auch wieder auf, wenn ich die Runde überlebe. War auch nicht viel drin jetzt. Also 5 Schuss. Das ist nicht so viel. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ihr habt gesehen, eben diese Lochkimme. Lochkimme! Bachkippe! Die ist halt wirklich schwierig. Die müsste ich eigentlich auch nochmal separat von der Empfindlichkeit runterkurbeln. Was heißt they? Das ist dieser spannende Film. Hey, oh, okay. Okay. Let's ambush them. Ist ja schon ziemlich nah. Frage ist, schießen die sich den Weg frei? Ne, da kommen sie schon. Okay, der ist am Haus, ist gut. Hä? Sind die von uns weg? Nee. Hä?
super nah. Leise jetzt. Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Wassers. Trifft man halt nix. Da geht auch die Munition hin. Höchstens im Haus. Kann ich höchstens hoffen, dass ich so einen One-Shot auf Distanz schaffe. Oh, fuck. Eben nicht aus Distanz, sondern aus brutaler Nähe. Ich soll meine Dame etwas treffen, ey. Hab ich was zu werfen? Sense. Oh, zu kurz. Zu kurz. Kann ich da nochmal was reinschmeißen? Wir sind halt immer noch da drüben. Boah! Sollen wir denn da was treffen, ey? Ich hätte echt mal lieber die Crown and King aufgehoben. Denkt da jedes Mal, so, da hockt einer. Oh, dieser Lappen, ey. Thank you.
Und jetzt? Ja, wer sich zuerst bewegt, verliert. Also bewege ich mich mal. Wachen mich alle von da. Blöderweise die Tür zu. Könnt ihr natürlich mit dem Hammer einschlagen. Habe ich noch was zu werfen? Feuerbombe haben wir noch. Lass hier unten mal die Tür auf. Können aber nicht zwei Teams sein, sonst würden wir hier zu sechst in zwei Häusern sitzen. Okay, jetzt hängt's an meinem Partner. Oh. Da! Oh nein, oh nein, oh ja! Oh, ein guter Mann. Ein guter Mann. Puh. Nice, thanks. Jetzt aber erstmal in Deckung gehen. Ja. Erstmal hier das andere mitnehmen. Ja, Munition ist halt wirklich jetzt gerade so ein Ding. Sehr wenig in der Umgebung. Oh, ja, direkt da. Wow. Ja. Me too. Richtig ernsthaft brauche ich Ammo. Eine Dynamite-Bundle. They're going south. Let's just extract to the north. Come on, let's extract to the north. Because I'm out of ammo too. Oh, das hatte ich aber auch noch nie, muss ich sagen. Also, wir hauen jetzt lieber nach Norden ab, als uns da nochmal drauf einzulassen. Jetzt könnten wir natürlich ganz frech noch den Assassin zumindest ansneaken. Sind super weit weg. Oder wollen wir es jetzt doch noch probieren?
Well, we could try him. Yeah, we definitely need ammo. Ist da drüben eine Box? Nee. Da braucht er doch noch Ammo auf dem Weg raus. Just gonna grab the bounty for getting in there. Mal kurz. Der hat Moon gefunden. Nee, ich will den eigentlich nicht holen. Ich gehe lieber nochmal raus. Oh, genau deshalb. Wo ist die Scheißspritze? Da. Ich brauch so dringend Moon. Hä? Hat der auf mich geschossen oder was? Was ist das denn? Hat der jetzt gerade auf mich geschossen? Nee, jetzt will ich aber raus hier. Oh. Knappe Nummer. Ja, der lebt ja noch. Shit. Was ist los mit dem? Warum kommt der da nicht mehr raus? Hinten kriege ich aber auch keine Munition mehr. Wer hat denn da auf mich geschossen dann? Der hat doch auf mich geschossen, oder wie? Das kann ich mir nicht erlauben. Ich glaube, er hat mich angeschossen. Ja. Schuldet er mir $75 für eine Spritze. Kann halt jetzt auch nichts mehr sehen. Soll mal mitkommen jetzt. Er ist natürlich auch vom Setup schwierig gewesen, dass ich jetzt hier gefahren bin. Ja, gleich zwei Waffen mit wenig Moon. Gut, ich habe natürlich auch relativ viel verpimmelt an Munition. Soll mal kommen jetzt. Herrgott, reiß dich los. Dass der es jetzt wirklich noch wissen will. Wir haben noch 6 Schuss insgesamt. Dann heißt es rennen. Oh. Da habe ich tatsächlich noch einen gesehen. Ja, guck mal raus. Wäre halt dann doch zu witzig. Leider keinen sehen. Soll der nochmal hochgehen? Ja, dann verliest ein Haar, war halt auch direkt wieder aus den Augen. Und die sehen natürlich auch, dass wir getrennt sind.
Wenn ich Pech habe, umläuft der eine mich jetzt. Aber den Kollegen da jetzt auch so schlecht hocken lassen, der geht ja auch immer weiter weg. Aber es wird darauf hinauslaufen, fürchte ich, dass ich den alleine lassen muss. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber diese Visiereinrichtung ist unmöglich. Zusammen mit der Tastaturladerei. Ah, jetzt renne ich wirklich weg. Ah, ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab es ihm gesagt. Und jetzt ist der halt auch schneller am Ausgang als ich, da oben der Typ. Ganz schlecht. Ganz schlecht jetzt. Ganz schlechtes Timing. Hier haben wir doch mal angefangen. Aber ich hab's ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich muss los. Bruder muss los. Und als erstes verkaufe ich jetzt gleich mal die Nitro. Wenn ich wieder nach Hause, wenn ich jemals lebendig nach Hause komme. Wenn die clever waren, haben die mich jetzt zu zweit gejagt, eben. Oh, wow. Hoffentlich ist der alleine. Hoffentlich ist der alleine. Ja, komm. Ich mit dem Ding. Okay. Jetzt bin ich fast wieder im Rennen. Der muss jetzt halt kommen. Komm jetzt! Bin halt so danger low jetzt. Muss der eigentlich mal vorgehen. Irgendwer kann sich gerne, kann gerne den auch wieder aufstellen und sich die Nitro holen. Aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es ja jetzt auch noch. Was hat der eigentlich die ganze Zeit gemacht, frage ich mich. Jetzt kommt er wieder nicht! Herrgott! Ah, ist das Schiff! Ja, me too. Okay.
So, we actually could go back. Why didn't you just write that? Okay. Okay. Do you have medics by any chance? Can you hear me? Okay, yeah, me too. I'm down to 50 health. Das ist ja jetzt... Okay, das hatte ich auch noch nicht. Kann natürlich jetzt passieren. Dass da immer noch... Ne? I'll show you. Also, da war dieses eine Paar. Da war das andere Paar. Dann noch ein drittes Paar. Also haben wir jetzt 6 gekillt. 6 gekillt. Könnte doch ein Team da sein. There could be another duo, though. But chances are low, I guess. Also es könnte noch ein Paar da sein. Da liegt der Typ. Feel free to take my nitro, stupid gun. I'm gonna check for medics. Meds heißt es ja eigentlich. Aber gut, das gibt's ja auch so ohne weiteres nicht. Oh, nice. Thank you so much. Ja, danke schön. Nice. So. Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind wieder im Geschäft. Lustig. Und hier sind wir doch gestartet. Ja, laufen wir den ganzen Weg nochmal rein. Ja, das kann man machen. Kann aber auch mal Munition sparen. Ja gut, wenn jetzt... Warum lebt denn die eigentlich noch? Kann man eigentlich hier auch mal drin gucken, ob es noch irgendwo Munition gibt. Ich will jetzt mal ganz... Oh, hallo. Plötzlich liegt die da. Aha. Long Ammo. So langsam. Medium Ammo. Nah, not at all. Didn't hit one shot, I guess. Ja, ist mühsam. Nähert sich das Eichhörnchen. First time I used it though, so. Bam! Jetzt können wir hier natürlich auch noch richtig schön Sachen wegkloppen. Ach so. Ja, gut. Das habe ich auch mal ausprobiert. Ja, yeah, I tried that one, but... So. Da lobe ich mir doch das Wurstmesser. Hä? Ich habe dich doch nicht nur 2 Schuss. Wir laufen falsch. Ja, die Automat, die ist halt so affig teuer. Kann man nichts mit anfangen. Also, ja, man hat halt auch keine Ersatzmunition. Bullet Grubber ist das nächste, was ich mir für den hier hole. Gut, auf die Krähen können wir scheißen. Where did you kill the other guy? Diese riesen Pistole einfach.
Da muss er schwer. Ach! Man fasst es nicht. Da liegt tatsächlich der eine Typ. Ah, okay. Den Verbrannten kann ich jetzt. Nice. I shot the other guy with my second to last bullet, I guess. Was completely out. I'm gonna go for... Oh! Fuck. Zu spät gesehen. Need some meds first. Der killt mich nämlich sonst. Der killt mich jetzt wirklich noch. Aha. Found some. So, und das Geile ist natürlich, dass ich dann jetzt gleich auch noch meinen verbrannten Knutzen, meinen verbrannten Stummel zurückbekomme. Ah. Ammo gibt's auch. Ah, nice. Sorry about the fire. Was habe ich hier? Der denn her? Oh. Alter, hat der mich erschreckt. Oh, immer noch Gesundheit. Das ist hier mir alles viel zu knapp gerade. Gut, er hat jetzt auch nicht mehr viel. Aber ich habe auch nicht mehr viel. Komisches Ruckel gerade wieder, aber das kriege ich jetzt auch auf die Schnelle nicht mehr gefixt. Muss aber ja auch gerade nicht sein. Ich bin ja jetzt relativ zuversichtlich, dass der Scheiß hier gleich vorbei ist. Na gut, ich bin halt tot, wenn der mich jetzt erwischt. Deshalb lasse ich das mal lieber. Da lacht er. Ich könnte höchstens hier noch ein bisschen Feuer irgendwo finden, aber es gibt hier kein Feuer. Sonst sterben wir halt gleich noch an dem Boss. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mal ein bisschen Feuer suchen. Oder ich überlasse das einfach dem Kollegen. Ja, der brennt ja auch gerade, der Assassin. Nice. Ja, nice. Great job. So, jetzt den Nachladevorgang nicht abbrechen. So schön alles da rein tüdeln. Das war ja bislang sehr, sehr absurd. Ach, das wäre Special Ammo für die Nitro wohl gewesen. Aber fuck die Nitro! Gut, einen Kill immerhin damit gemacht. Aber das war es nicht wert. Ein Glück musste ich die nicht kaufen, man. Die wären, glaube ich, richtig teuer gewesen. Ja. Also jetzt ist ja hier Frieden eingekehrt. Wir müssen wirklich... müssten alleine sein. Kann man hier den Pippen killen. Oh, Erfahrungspunkte mitnehmen. Wo konnte ich denn da jetzt vorbeischießen? Ja. Ja, das macht Spaß, das macht Laune, das macht Spaß. Jetzt habe ich halt auch wieder Munition. Feuerkasper. Ach, hier wäre nochmal Gesundheit gewesen. Gut, das merke ich mir. Aber ist ja eh jedes Mal irgendwie anders. Im Umfeld gucken. Ob es hier noch was Großkalibriges zu erschießen gibt. Neben
Vögel, ihr habt mich davon so gestresst. Jetzt werdet ihr gegrillt. Nice to grill you. Hm. Zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. So ist es mit der Jugend heutzutage. Und mit den Zombies. So. Wir haben derweil noch ein paar Monster außenrum gekillt, um Erfahrungspunkte zu machen. Jetzt holen wir uns den Kaspar. Und dann gehen wir nach Hause. Und jetzt sehen wir hier noch welche. Das wäre halt ein Witz. Okay, nice. So, ein bisschen noch Munition für die Heimreise. Nichts wie raus aus dem Puff. Ja, ein paar Stunden später sind wir schon angekommen. Wow. Das war ja ein absurdes Match. Aber sehr ertragreich. Thank you very much. Good game. Wuhu. Okay, das hatte ein paar sehr überraschende Wendungen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so ausgeht. Aber das ist eben das Geile an Hunt. Man weiß nie, wie es ausgeht. Ah, aber jetzt weiß ich eben auch, dass die Nitro Express für mich nichts ist. Klar, irgendwie dieser eine One-Shot auf kurze Distanz, das ist natürlich schon schön. Aber dann hast du insgesamt nur, was, 6 Schuss oder so? Nee, nee. Und dann zu dem Preis. Nein. Gut, Geld habe ich jetzt auch erstmal wieder ordentlich verdient, denn so ein Running the Gauntlet, das bringt natürlich immer ordentlich was. Aber ja, dass das so ausgegangen ist und dann auch noch mit 6 Kills, das ist schon eine feine Nummer. Das kann man mal machen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso cool wie ich. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, denn ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann, ciao.